Die Würde des Tieres ist unantastbar. Das sagt der Tierethiker Kurt Remele. Er ist der Auffassung, dass dem Tier, genauso wie dem Menschen, eine unverbrüchliche, eben unantastbare Würde zukommen sollte. Doch betrachten wir diese tierethische Forderung als Philosophen, verstehen wir, dass hier ein Spannungsfeld sich öffnet. Denn Würde steht in der Philosophiegeschichte und auch in der Rechtsgeschichte in einem spannenden Verhältnis zu Ehre. Würde kommt allen Lebewesen als Lebewesen zu. Ehre ist bezogen auf eine Funktion, manchmal auf einen konkreten Beruf, auf einen gesellschaftlichen Stand oder auf demografische Aspekte. Kommt dem Tier also eine Würde zu, so kann man nicht automatisch folgern, dass ihm auch eine Ehre zukommt. Die Würde des Tieres als Lebewesen bezieht sich auf sein Sein. Die Ehre einer Person bezieht sich auf ihr So-Sein in der menschlichen Gesellschaft. Es gibt die Ehre der Frau, die Ehre des Mannes, historisch die Ehre des Ritters, gegenwärtig und auf Berufsgruppen bezogen die Ehre des Ärztestandes, die Ehre des Juristenstandes und auch in Bezug auf spezifische Eigenschaften, die die persönliche Integrität darstellen sollen, gibt es die Ehre des redlichen Kaufmanns, die Ehre des wahrheitstreuen Journalisten. Doch alle diese Begriffe von Ehre haben mit Funktionen und Eigenschaften von Personen innerhalb der menschlichen Gesellschaft zu tun. Auch wenn es Tiere gibt, die zweifellos Funktionen innerhalb der menschlichen Gesellschaft innehaben, zum Beispiel Polizeihunde, so kommt ihnen nicht automatisch die Ehre eines Berufes oder eines Standes zu. Was dem Tier zukommen kann, ist die Würde, wie Kurt Remele sagt, denn hier haben wir das Geltenlassen des Seins und nicht die Achtung, die dem So-Sein innerhalb der Gesellschaft zukommt. Insofern hat das Tier als würdevolles Lebewesen seinen Platz in der Gesellschaft, jedoch ohne, dass ihm ein abgestufter Respekt hinsichtlich seiner Rolle und Funktion zukäme. Warum eigentlich nicht? Das hat etwas zu tun mit dem legalen Status des Tieres in der menschlichen Gesellschaft. Das Tier wird selten als eine Art legales Subjekt gesehen. Es gibt unterschiedliche Perspektiven, die stets der Mensch auf das Tier innehat. Doch wenige dieser Perspektiven sehen das Tier wirklich als moralisches Subjekt oder überhaupt als Subjekt, dem eine Ehre zukäme. Insofern ist auch die Forderung Remeles, dass die Würde des Tiers unantastbar sei, auf einem legal-philosophisch brüchigen Fundament gebaut. Denn wer gewährt schlussendlich dem Tier das Geltenlassen der Würde? Der Mensch. Insofern gibt es hier eine Form von freundlichem Despotismus, wie Martha Nussbaum sagt, des Menschen über das Tier. Doch ist dieser freundliche Despotismus, mittels dessen sich der Mensch als fraglos stärkere Spezies anmaßt, das Geltenlassen des Tieres zu begrenzen oder zu gewähren, wirklich die Ultima Ratio im Tierrecht? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Claudia Simone Dorchin und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Philosophie direkt hier auf meinem Kanal in YouTube. Unser Thema für den Mai lautet Tierethik. Was bedeutet es, die Tiere in die Ethik zuzulassen oder die Ethik, die philosophische Lehre vom gerechten und guten Handeln, auf Tiere anzuwenden? In den folgenden Filmen, die im neuen Stil des Podcasts gestaltet sind, möchten wir uns mit drei besonderen Aspekten der Tierethik beschäftigen. Erstens mit den gängigen Argumentationen. Ethik aufs Tier bezogen kann nach vier klassischen Argumentationsmustern gedeutet werden. Anthropozentrisch, das heißt, aller Umgang des Menschen mit dem Tier wird nach dem menschlichen Nutzen bewertet. Pathozentrisch, das heißt, das Mitleid oder die Empathie des Menschen mit dem Tier bestimmt seine Handlungen ihm gegenüber. Biozentrisch, das bedeutet, der Erhalt eines Ökosystems ist die höchste moralische Pflicht. Oder holistisch,
Das wiederum ist eine ganzheitliche Sicht und beinhaltet mehr als eine Pflichtethik. Was diese vier unterschiedlichen Argumentationslinien zur Tierethik ausmacht, was sie unterscheidet und wo ihre Vor- und Nachteile in logisch-argumentativer Hinsicht liegen, das werden wir im ersten Podcast sehen. Im zweiten geht es um einen spezifischen Aspekt der Tierethik, der heute eine Dringlichkeit gewinnt, das Tierartensterben. Aktuell sind laut Schätzungen des World Wildlife Fund 1 Million tierische und pflanzliche Arten vom Aussterben bedroht. Das stellt die Menschheit vor praktische und ethische Probleme. Was sind die ethischen Aspekte des Tierartensterbens und wo ist man bereits in der Ideengeschichte auf einem Abweg, wenn man Tierartensterben zulassen kann? Das dritte und letzte Podcast beschäftigt sich mit verschiedenen Spannungsfeldern der Tierethik. Die tierethischen Fragen oder übergeordnet auf einer Metaebene die Problematik, wie der Mensch mit dem Tier umgehen sollte, wissend, dass er stets das Recht des Stärkeren hat, aber möglicherweise auch die Pflicht des Stärkeren, Schwächere zu schützen, hat sehr viele Aspekte. Fragen wie: Wo ist eigentlich die Grenze zwischen Mensch und Tier als Spezies? Wo sind dementsprechend auch die Grenzen menschlicher Anmaßung dem Tier gegenüber? Martha Nussbaum sieht in der Spezieszugehörigkeit eine unüberschreitbare Grenze auch der Gerechtigkeit. In ihrem gleichnamigen Buch Grenzen der Gerechtigkeit, auf Deutsch erschienen 2010, beschreibt sie, wie Nationalität, Spezieszugehörigkeit und Behinderung diejenigen scheinbar unverrückbaren Schranken sind, die immer wieder Unrecht und Unsolidarität zeitigen. Ganz besonders deutlich wird es im Verhältnis des Menschen zum Tier. Doch es gibt noch weitere Probleme, die mit der Tierethik im Allgemeinen und im Speziellen verbunden sind. Zum Beispiel, welche Rolle spielt eigentlich die Religion? Ist es ein Vorteil, aus einem religiösen oder metaphysischen Kanon heraus zu argumentieren, oder kann man aus diesen Bezugsgrößen eher eine Ausbeutung der Tiere ableiten? Schließlich kann man eine anthropozentrische Ethik, also eine Ethik, die das Tier als Nutzwesen für den Menschen sieht, heute noch als zeitgemäß empfinden? Und wenn nein, wie würde denn eine postanthropozentrische Tierethik aussehen? Diese und viele anderen Fragen wollen wir im dritten Podcast ansatzweise beantworten. Es bleibt für Sie viel Raum für neue, ich hoffe nicht irritierende Einsichten und eigene Antworten auf ein wichtiges Thema. Der menschliche Umgang mit dem Tier zeigt nicht nur die Fähigkeit, die sich der Mensch als Wesen innerhalb der Kultur und als Vollstrecker der technischen Vernunft zugesellt hat, sondern es zeigt auch sehr deutlich, welchen Platz der Mensch im Kosmos hat. Und hier scheiden sich die argumentativen Geister. Auf eine spannende Diskussion. Bis bald.